Hallo meine Lieben, heute starte ich erstmal mit der Haplogruppe dieses Followers. Das ist ein Albaner aus der Türkei in Istanbul, leben schon seit Generationen in Istanbul, aber die wissen natürlich von ihrer Familiengeschichte her, dass sie aus Albanien, Makedonien abstammen. Und es ist auch recht interessant, wie homogen teilweise diese Menschen geblieben sind, weil erstens mal möchte ich euch mal was zeigen, wo die Haplogruppe EV13, die sehr stark im Balkan vertreten ist und auch sehr stark bei Albanern vertreten ist, wo die eigentlich herkommt. Und zwar, ich beziehe mich immer auf Cladefinder, die zeigen ja auch die Migration einer Haplogruppe. Wir wissen, dass erstmal alle Haplogruppen, also der Uradam, auch aus Afrika stammt. Und jetzt schauen wir mal, wo die EV13 herkommt. Und dann klicken wir mal hier drauf. Dann öffnet sich etwas Interessantes. Man sieht es hier, aha, in Afrika vor ungefähr 50.000 Jahren vor Christus ist dann über Nordafrika hier nach Albanien rein und ist dann nach Deutschland oder beziehungsweise Süddeutschland. Das war 2900 vor Christus. Was ich jetzt eigentlich nur sagen wollte, ist tatsächlich, dass hier diese Mutationen einmal, hier würde ich mal sagen, eine größere Mutation in Ägypten stattgefunden hat, und das ist für mich Nordafrika. Dann hier nochmal eine zweite Mutation, dann in Albanien nochmal eine Mutation, dann findet man das in Italien und 2900 vor Christus, die letzte Mutation ist in Süddeutschland. Ich würde sagen Niederbayern sogar, hier in der Region Niederbayern, also bei Österreich auch da oben. Also, das ist jetzt die Haplogruppe. Jetzt will ich noch was zeigen, das ist auch wichtig. Und zwar gehen wir nochmal auf die Konzentration jetzt dieser Haplogruppe. Wenn man jetzt die Konzentration dieser EV13-Haplogruppe betrachtet, dann sehen wir, dass die Mutation EV13 überwiegend in Westeuropa vorhanden ist. Hier teilweise auf der arabischen Halbinsel ein kleiner Part, aber auch hier in Russland. Teilweise im Kaukasus, jetzt scrollen wir mal tiefer rein, aber man sieht tatsächlich, der Balkan ist tiefrot, purpurrot, hier ist es sehr stark, aber auch Italien, Süddeutschland relativ stark vertreten, der Haplogruppe EV13. Es gibt ja noch so eine Theorie, manche sagen, dass auch Albaner Vorfahren phönizische Vorfahren haben. Jetzt, wenn man jetzt hier diesen Bereich, wo die Phönizier ursprünglich herkommen, hier in dem Bereich, ist tatsächlich auch eine Konzentration vorhanden, aber sehe ich jetzt keine starke Vertretung. Also tatsächlich, die EV13 ist sehr westeuropäisch und wirklich überwiegend Italien, Griechenland, Balkan. So, jetzt muss man auch dazu sagen, je Menschen sich testen lassen werden, umso genauer wird natürlich diese Karte. So, und jetzt geht's mal weiter Richtung MyHeritage. Ich starte mal gleich los. Der größte Part bei einem Albaner, was ist es? Ja, da sieht man's. 61,3 griechisch und süditalienisch. Dann kommen 37,4 Balkanbewohner. 1,3% Iberia, also Spanien. Mehr kommt erstmal nicht. So, was jetzt aber interessant ist, und das ist tatsächlich sehr interessant, sind die genetischen Gruppen. Und hier sehen wir eindeutig, wenn ich jetzt den auf hoch nehme, also sage, was ist denn am zuverlässigsten, dann kommt nämlich hier raus, Albaner in Albanien und Serbien, Mazedonien und in der Türkei, vor allem in Istanbul. Albaner in Serbien, Albaner, Nordzimmer, Bosnien-Herzegowina. Ihr wisst ja schon, dass diese genetischen Gruppen erst später in MyHeritage aufgenommen werden. Und ich habe ja einige Experten, die auch sagen, sie vermuten,
als MyHeritage die Grunddaten, also die Grundkalkulation durchgeführt hat, dann hat man, sagen wir mal, aus einer Region, die sich angeblich Griechen genannt hat, hat man halt 30 Menschen genommen und hat denen die DNA aufgenommen und hat gesagt, okay, das ist jetzt griechisch. Und wenn man ganz ehrlich ist, repräsentativ ist das natürlich nicht. Auch wenn du die türkische DNA nimmst, in der Türkei kostet so ein DNA-Test umgerechnet sehr viel. Also können sich es nicht viele Menschen leisten. Umgekehrt, in Europa haben sehr viele Menschen schon diesen Test gemacht. Aber du siehst ja auch tatsächlich hier, wenn man reinklickt, schaut mal, was hier drin steht. Habt ihr das euch mal genau angeschaut? Es sind nur 427 Kits, also nur 427 Tests, die zu Albanern und Albanern in der Türkei, Mazedonien, Serbien gehören. Und davon sind eben 79 Kids auch mit Stammbäumen verknüpft. Aber wir reden hier gerade mal von 427 Kids. Das ist ja nichts. Gar nichts. Aber es zeigt auch, dass eben MyHeritage dazu gelernt hat und eben eine genetische Gruppe bei einem Update eingeführt hat. Das heißt, wenn der griechische Part kommt, heißt es nicht unbedingt, du bist Grieche. Nein, ursprünglich hatte MyHeritage gewisse Rohdaten, das Fundament. Und wenn ich sage, wir reden hier von 427 Kids und nachdem jetzt schon MyHeritage seit 3, 4 Jahren auf dem Markt ist, also in, ich sage jetzt mal groß im Markt ist, ist es immer noch sehr, sehr wenig. Ihr wollt sicherlich jetzt auch noch die Resultate von GetMatch sehen, weil die sind für mich sehr ausschlaggebend. Und da seht ihr jetzt was auch toll ist. Und zwar eine Sekunde. Was nämlich jetzt uns hier gespiegelt wird, wenn ich die MTLBK16 Wahoo-Duo-Auswertung nehme, kommt tatsächlich als erstes der Kosovar. Und danach kommt Greek Thessaly, Italien Piedmont und Makedonien. Jetzt ist natürlich so, der Kosovar ist in meinen Augen ja auch ein Albaner. Greek Thessaly ist aber auch sehr nah dran. Zeigt einfach, dass die genetische Struktur zwischen Albanern und Griechen sehr ähnlich sein muss. Ja? Was interessant ist, dass dieser Italiener kommt und hier nochmal die Italiener und nochmal die Italiener. Und das finde ich natürlich interessant, dass auch eben die Italiener, vor allem die Norditaliener, auch von der Haplogruppe eben präsent das spiegelt. Jetzt schauen wir uns aber auch noch zusätzlich die Grundauswertung an. Und hier sehen wir dann auch zusätzlich, hier kommt dann wie bei Wahoo auch erstmal der Kosovar, dann der Makedonier, Bulgare, Italiener, Rumäne, das ist ein, also Rumäne, Rumänien, hier ist der Rumänien aus Gori, dann Greek Thessaloniki, Italien, Norditalien, dann Albanien, also es ist anscheinend zwischen einem Kosovar und einem Albaner auch ein kleiner Unterschied. Und hier kommen dann auch die Gagaus, Korse, Italien, Greek, Rumänien, ist eine sehr interessante Mixtur. Was lustig ist, wenn du natürlich eine mögliche Zusammensetzung, ist ja zu 69 Albaner und 31% Deutscher, ist echt interessant. Oder so 70%, also 69% Grieche und Deutscher oder 85% Bulgare und Sardinien. Also das ist dann richtig lustig, was da aus noch rauskommt. Man sieht hier aber eindeutig, ich würde mal südeuropäische und also Balkanvorfahren. Jetzt schauen wir uns mal noch die Dodecat K12-Auswertung an. In Dodecat K12 ist das Interessante, hier kommt in der Grundeinstellung, also ohne eine Wahoo-Auswertung, ein Italiener raus und dann ein Bulgare, dann Rumäne. TSI kann ich jetzt nicht voll nach, weiß ich nicht. Dann wieder Italiener. Hier ist eindeutig Italien sehr präsent. Der Grieche kommt jetzt auf Rang 12. Wir bedenken, in MyHeritage war der größte Bereich Grieche, aber man sieht hier tatsächlich einen Unterschied. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, hat MyHeritage ja genetische Gruppen eingeführt, wie eben Albaner oder Türke oder Grieche in der Türkei oder Türke in Griechenland. Und hier unten sehen wir dann tatsächlich, wieso jetzt Dodecat K12 diese Auswertung hat. Hier sagt er, bei der möglichen Mixtur ist hier echt nur Italiener.
Wahnsinn. Und hier sind dann eher slawische Mixturen. Der obere Teil, also hier von Pole bis Ukrainer. Dann kommt mal ein Finne, dann wieder ein Russe. Aber ihr seht tatsächlich, dann ist ein Teil eher slawisch und ein Teil ist Italiener. Ist echt super interessant, zeigt, wie vermischt wir sind. Und man muss sagen, dieser Albaner lebt jetzt in der Türkei und kann sagen, dass tatsächlich hier viel von der albanischen Genetik. Das habe ich jetzt noch vergessen, das wollte ich auch noch kurz zeigen. Bei Wahudu K12, also Dodecart K12B, gab es ja auch eine Auswertung. Und hier kommt als erster Makedonier. Makedonier Süden, Albaner aus Kosovo, Makedonien East, Greek Makedonier, Makedonien Pollock, Makedonien North East, Skopje. Ihr seht, hier kommen dann auch viele auch. So gesehen, wenn man bedenkt, da ist die Distanz sehr nah, also an den Makedonier. Und hier kommt dann auch der türkische Makedonier. Also man sieht auch hier mit 8,64 ist die Distanz wirklich sehr, sehr nah. Wir können das mal höher machen. Gehen wir mal auf 40. Was passiert dann? Würde mich nur interessieren, was da noch alles kommt, weil wir haben ja gesagt, eine Distanz bis 10 ist noch nah zu sehen. Was ist bei der 10? Der letzte mit 10 ist Greek Peloponnes. Das wäre der mit 10, der erste mit 10. Aber wirklich eine super coole Mixtur. Bye bye.